Was geht ab, Freunde? Die letzten kosmischen Sommeraufträge sind online und wenn ihr noch zwei weitere, also die zwei davon von diesen letzten vier abschließt, bekommt ihr ein neues Emote. Ihr seht schon oben den epischen Auftrag von diesen kosmischen Aufträgen. Schließe kosmische Sommeraufträge ab. Wenn ihr 12 dann 12 von insgesamt 14 abschließt, bekommt ihr wie gesagt einen neuen Tanz oder ein neues Emote. Und dafür benötigt ihr halt nur zwei von den neuen vier, die jetzt online gekommen sind. Und die vier Aufträge, die letzten vor allem lauten: Baue Gebäude in the Pit, da bekommt ihr ein neues Ziel für ein Rückenaccessoire und 20.000 Erfahrungspunkte. Zerstöre Gebäude in the Pit, da bekommt ihr eine Emoticon und 20.000 Erfahrungspunkte. Eliminiere Spieler im Verlauf eines The Pit Matches mit 5 verschiedenen Waffen, dann bekommt ihr 30.000 Erfahrungspunkte und eine neue Spitzhacke. Und erziele Kopfschüsse in the Pit, dann bekommt ihr 35.000 Erfahrungspunkte und einen neuen Stil für einen Surf-Hängegleiter, den ihr auch vorher freigeschaltet habt. Das sind die letzten 5 Belohnungen, die ihr freischalten könnt. Und der Modus dazu ist noch nicht online, aber der wird sehr wahrscheinlich wie immer um 15 Uhr aktiviert und ab 15 Uhr halt verfügbar sein. Oder ihr könnt einfach zum Kreativmodus hingehen, also den Kreativmodus auswählen und auf Entdecken klicken und den Inselcode halt für diesen Modus eingeben, sodass ihr jetzt schon diesen Modus abschließen könnt, bevor er hier von der Lobby aus quasi ausgewählt werden kann. Und dann, ich blende euch mal den Code ein, wie der lautet, oder ich zeige dann einfach hier, wie der Modus aussieht und warum es überhaupt in diesem Modus geht. Und zwar, das ist der Code, Freunde, 45904493713, und hier seht ihr schon, The Pit Free for All. Und dieser Modus beginnt einfach damit, dass ihr irgendwo landet, also auf dieser Map seid. Dann werden die Spieler von verschiedenen Plattformen quasi Waffen suchen müssen. Dort gibt es verschiedene Waffen, also alte Waffen, zum Beispiel Uhrzeitgewehre, Bögen, Sniper, also Scharfschützengewehre, Shotguns, Maschinenpistole und so weiter. Also es gibt alles, was ihr schon vorher gesehen habt und was noch aktuell drin ist. Und dann könnt ihr eure Waffen auswählen und dann müsst ihr runtergehen und dort gibt es halt die Combat-Fläche, also dort unten, ihr seht schon die Fläche, diese orangene und blaue Fläche, dort müsst ihr kämpfen und ihr könnt tatsächlich bauen. Ihr habt 10.000 Holz, 10.000 Stein und 10.000 Metall. Ihr habt auf jeden Fall sehr viel Material, um Gebäude zu bauen, und dann sollte eigentlich der Auftrag vorbei sein. Also ihr müsst einfach nur ganz normal Gebäude bauen. Ihr könnt einfach bauen, irgendwie 90s machen oder sonst was. Danach könnt ihr die Gebäude von den gegnerischen Spielern einfach abbauen mit eurer Spitzhacke oder mit euren Waffen, ist eure Wahl. Danach müsst ihr in einem The Pit Match, also in einer Runde von The Pit, müsst ihr Spieler, 5 Spieler mit oder einen Spieler halt mit 5 verschiedenen Waffen eliminieren. Das heißt also Waffentypen. Das heißt, zum Beispiel, ihr könnt einen Gegner mit einem Sturmgewehr, einer Schrotflinte, einer Maschinenpistole, einem Bogen, einem Scharfschützengewehr oder einer Pistole halt eliminieren, oder mit einer Explosionswaffe, falls es überhaupt auf der Map ein Raketenwerfer oder sowas ähnliches gibt, könnt ihr halt benutzen. Es gibt verschiedene Waffentypen. Also das heißt nicht, dass ihr mit einer taktischen Sturmgewehr oder mit einem normalen Sturmgewehr Kills machen könnt, denn das sind dieselben Waffentypen. Also ein Sturmgewehr und eine Schrotflinte sind 2 unterschiedliche Waffentypen und ihr müsst halt mit 5 unterschiedlichen Waffentypen oder verschiedenen Waffentypen Kills machen. 5 Stück und dann ist das erledigt. Also in meinen Augen, meine Empfehlung ist es einfach, ein Sturmgewehr zu benutzen, eine Schrotflinte, eine Maschinenpistole, einen Bogen oder einen Bogen und ein Scharfschützengewehr, und dann sollte dieser Auftrag vorbei sein oder abgeschlossen, wenn ihr damit 5 Kills macht. Dann müsst ihr Kopfschüsse in the Pit machen, mega easy, und das ist somit der letzte Auftrag. Ihr müsst einfach nur auf den Kopf zielen und 50 Kopfschüsse damit oder mit euren Waffen machen. Ich glaube, mit der Spitzhacke funktioniert das gar nicht. Ansonsten, Freunde, das waren jetzt die letzten Aufträge. Wie fandet ihr das kosmische Sommer-Event? Und die Aufträge in meinen Augen waren dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr, sehr leicht. Und ihr müsst nur 2 von diesen neuen 4 abschließen, damit ihr, wie gesagt, noch ein Bonus-Item in oder zu eurem Spind bekommt. Oder damit ein Item zu eurem Spind hinzugefügt wird. Danke fürs Einschalten, Freunde. Viel Spaß mit den Aufträgen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.